Influencer raus aus den Stadien. Yeah! Fußball-Influencer, Ubu-Influencer. Ich passe jetzt mal auf bei Wortwitzen, dass die nicht zu flach sind, weil die droppe ich ja nur so zwischendurch. Bisschen so aus Spaß, halt mal so alle 2 Stunden. Aber genau so ein gedroppten Joke, also so Ü80-Joke, wurde jetzt wieder bei Satta Hugo. Wer ist der Mann? Wer ist das? Eingebunden direkt ins Intro. Aber damit du schon mal einen Vorgeschmack hast. Oh mein Gott, ja, Bro, der war so bodenlos, Digga, der war so bodenlos. Ich sage, wie es ist, geil, TV, Neuscher Strobel. Nein, 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 beide tolle Creator. Kannst auf die Schattenseite. Bro, und das ist halt wieder das Ding, ne? Ich muss sagen, wir haben gestern mit Rohat eine Tierliste gemacht, vor allem humortechnisch. Und ich finde, Adam hat wirklich einen geilen Humor. Aber das ist das Ding, wo ich sag, hier geht's Richtung Mario Barth. Geiler NTV, Adam. Oh, warte mal, jetzt, ich mach mal zu schnell. Rohat, alle ruhig. Wo ich sag, hier geht's Richtung Mario Barth. Geiler NTV. Bei mir müsste man noch eine Stufe runter machen und da kommt die Maltibande. So, warte mal, Sabex, Papa Latte, lustig mit. Aha, 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 Mario Barth. Jungs, ganz ehrlich, wo würdet ihr mich da einpacken? Oh, Adam. Bin ich lustig. Wie er situativ seinen Humor verwendet, ist schon witzig, aber ist halt auch sehr trocken, weißt du. Maximale Belastung 4G. Leute, wir können das gar nicht fahren. Ich stream nämlich mit 5G. Das ist jedenfalls so witzig. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. He was upset that his big brother wasn't waking up. Oh! Das ist Max Schradin, das bin ich. Oh, so Husky ist ein Cutie. Muss mal kurz mitkommen. S-Tier, mein Humor ist S-Tier, das ist falsch. Spaß, was auch immer das Schlechteste ist. Ja, okay, okay, verstehe. Du musst kommen. Was ist das denn hier? Das ist schweinegeil. Also für mich, wenn ich irgendwann mal bei sowas mitmachen sollte, würde es für mich, und da bin ich auch wirklich schlimm, daran scheitern, mit anderen Menschen zusammen in einem Zimmer zu schlafen. Ich würde mit denen in einem Bett schlafen und ich würde sie anfassen. In-game, 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 in-game. Ich hab in die Hose geschissen. Lass alle Decken runter. Das war richtig ekelhaft. Wenn ich das Ding hier hoch mache, dann steht die Luft hier drin. Das verspreche ich dir. Ah! Oh, 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 das war ein Versehen. Oh, das war ein Versehen. Oh, Alter, ich hab mich so erschrocken. Meine herzlichen guten Morgen. Ich bin wieder mit Jofi im Bro, was hat der für eine Sonnenbrille, Alter? Und fahren der Truppe hinterher Richtung München. Kommt man hier als Fußgänger irgendwie durch? Das ist schon richtig assi, wenn wir da gleich lang gehen, oder? Oh Mann. Oh Bro, hä, warum, OC, warum sind, also ganz, ganz OC, Jungs, hä? Also hä, also Redog, das war ein Arschstation, das war Arsch. Den Umweg hättet ihr gehen können, also warte mal, wenn ich mich recht sinne, hättet ihr die auch hier rüberfahren können oder da so ein Ding, also das war jetzt, weiß nicht, Jungs, das ist jetzt uncool. Oh mein Gott, das kann ich als moralische Instanz sagen. Jan, nicht beleidigen, aber ich als moralische Instanz, wirklich der gottliebe Mensch, der kann das so behaupten. Möchtet ihr schon was zum Trinken bestellen? Ja, bitte. Für mich eine große Cola Zero, bitte. Ja, nur normale Cola. Normale Cola? Cola! Cola? Digga, gib mir Klicks, gib Tempo. Das ist kein Spiel, das ist kein Nintendo. Alter! Boah, ich würde mir You Never Walk Alone heute im Stadion wünschen. Oh Mann. Du läufst einfach hier rüber. Gut gemacht. Ich sag, wie es ist, gefühlt sind E-Rollerfahrer alle Verbrecher. Boah. Danke. Keine Ahnung, aber so wie ein Video sieht das aus, würden sich alle nicht verkehrsrecht halten. Ich habe noch nicht einen Unfall gemacht. Ja, nur. What? Oh. Alles gut? Wer ist das? Nein. Tot, 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 das ist der Bruder von der yeah. Oh, Bro, wie Völlig losgelöst. Erde! Deutschland. Ist guter Tour. Digga, Jungs, er denkt nur ans Clashen, Bro. Er denkt, jetzt kann ich endlich wieder in mein Dorf rein. I'm gonna say 5-0 Germany. But you're having fun and that's good. That is the main thing. We're here to have fun. Ah, die wollte gerade sagen, die Stimme kenne ich. Scotland, no path. But we control my cat. Scotland! We had England more. Ist das jetzt das 1000. Maskottchen-Interview, bei dem ich versuche, ein Maskottchen anzureden? Und das Maskottchen kann ich antworten? Jawohl! Ich werde mich als offizielles EM-Maskottchen verkleiden. Guckt euch Albert den an, Digga. Also, Bro, das ist kein Adam, Digga. Der sieht aus wie eine Kartoffel mit Augen. Das ist so scheiße, Digga. Aber Redex sieht echt Arsch aus. Das kaufen und damit auf eine Sexparty gehen. Also, wir haben uns. Ich liebe Revi und ich wäre gern dabei. Gestern das erste Mal erst gesehen. Ich glaube, du bist. Ich wäre gern das Kostüm, dass er in mich einsteigt. Extremer Perfektionist. Omar, Visca Barca, seht ihr, ich bin Influencer, Gott. Wow, so ein richtiger Hustler hinter den Kulissen. Oh, außer im Bett, da lass ich mich gehen. Alles klar.
Magenta Cubes, Bro. Hier ist Jason Derulo. Aber es kann Jason Derulo! Genau machen. Sorry, ich seh dich nicht mehr. Du warst unsichtbar gerade. Nein, ich seh dich nicht. Sie hat kurz ein bisschen dran getrunken, Jungs. Schau mal, Tone sehe ich ein bisschen. Ja. Oh Gott, also ich glaube, der kommt wegen der. Hat wegen der. Wir haben ja nichts gesehen, aber Bro, das war. Ja. Wir sind cool. Ich hab da zum Glück noch Tickets bekommen von ESN, ihr habt's ja gesehen, das war krass. Da waren Leute wieder so sauer, Influencer raus aus Stadien. Leute, in den Logen, wo ich war, waren so schmierige Anzugträger mit zurückgegelten Haaren. Willi und ich wurden so aggressiv, da war so ein fetter Wichser, der sich für den krassesten gehalten hat. Der hat nicht einmal hingeguckt. Deswegen Genau der bin ich. Ich guck auch nicht hin. Ich bin die ganze Zeit am Clashen. Da vorne schießt Deutschland ein Tor, ich hab mein Townhall upgegradet. Was wollt ihr? Ich heftig. Mati, du bist so geil. Okay, danke, grüßt euch. Ich für die Leute, die sagen, wir sollen raus. Wir waren so heftig krass im Fußballfieber. Freunde, ich bin hier gerade beim Eröffnungsspiel von Deutschland. Und guckt euch diesen Mann an. So wichtig. Ah, was hab ich getan? Was hab ich getan? So kacke. Ja, also wirklich, jetzt mal ganz im Ernst. Hättest du einen Monat vorher Zeit gehabt. Da ist so ein fetter Weh im Video unten rechts. Er meint bestimmt nicht mich. Hättest du das mit 4 Klässlern hinbekommen. Aber das war wirklich wie eine Schulaufführung von kleinen Kindern. Für Fortnite. Oh, sorry. Yeah! Der Kartoffelmann und Musiala. Stell dir vor, du spielst dein Leben lang Fußball und bist dann aber einfach deutschlandweit nur bekannt als der Typ, der das Kartoffel-Ranking gemacht hat. Redlock, ich weiß nicht mehr über den. Ich weiß nur, dass das Kartoffelring gemacht. Keiner wie der heiße Typ. Normale Kartoffeln. Ich würde sogar sagen, auf die 1. Aber Gewinner-Move. Kartoffeln, normale Kartoffeln auf die 1, sage ich so. Meine Frage war, was nochmal? Ich habe vergessen, was ich sagen wollte. Die werden dafür bezahlt. Black Knight 846 folgt jetzt. Er hat 50 Euro. Ja, Black Knight. Auf dem 4:1. 4:1, Deutschland. Aber ich sage ehrlich, ich würde es schon gönnen. Aber ich glaube, es passiert nicht. Oh mein Gott. Meint ihr, der Mann hat das in Kontrolle? Leute, fangt an mit Sportwetten. Hier, der erste. Ey, Jungs, ich hab da so ein paar Experten bei mir im Chat. Du schreibst Sportwetten, so dumm. Wer zu Tipico geht, wenn man ein Scheinchen macht? Ein Scheinchen, Digga. Das ist das rhetorische Mittel des Dimitov, der Verniedlichung. Ein Scheinchen! Ja, wer macht das? Ich bin scheiße, sage bitte, ärgert mich nicht, dass ich das wusste. Tut mir leid. Sportwetten! Mach das ein bisschen knackiger, das Ding. Knackiger? Ja. Are you moving to Germany? Oh, Eisho spielt! Are you moving to Germany? We here in Germany! Come on, Germany! Give me a half a! Deutschland ist. Oh, come on! Ja, Eis, ich glaube, ich weiß nicht viel über Eis spielt. Ich weiß, dass er ja, oder Kritik, also Kritik hat, weil, you know. Aber irgendwie finde ich den witzig. Oh, Digga, komm mal. Platz, Jungs. Internet. Das Internet ist für uns alle Neuland. Salam alaikum, Habibi. Take me to the best donor spot, bro. Ich weiß nicht, ob ihr das fühlt, aber ich habe so viele Fragen. Top 3 unlustigste Streamer, bin ich honest, bin ich Platz 1? Donor time. Der Sommer kam. Where's that donor? Yeah, security. Donor at? Come on, boy, I can't wait for this donor. Come on. I should be so heiß auf Döner sein. Bismillah, donor time. Bro, was ist mit dem Typen? You wanna try to cut some meat? Yeah, let me cut some meat. Let me cut that meat. Oh mein Gott. Was macht er? Aber ich sage, das ist, glaube ich, wesentlich schwerer, als es aussieht. Schön, wenn es zu dick ist, dann hast du verloren. Oder er hat den Döner gefickt. Digga, der arme Dönermann, Bro, da stehen auf einmal alle. Wer ist sie, Bro? Wer ist sie, Digga? Sie hat Telefoncall. Für Fortnite. Like, how do they know we're here? Like, where are these kids spawning from? Ich vertraue ihm nicht. Der Typ, der hat schon geschafft, ne? Dass er Auto fahren kann, ne? Komm, er schneidet sich nicht an.
Er fährt wie ein Gangster. Man denkt, der hat noch gleich noch eine Knarre in der Hand, ja. Bruder, wie fährt er? Guck mal, er hat sein Handy auf dem Steuer. Bro, er fehlt da noch alles. Das ist den Scheiß egal. Handy am Steuer, nicht angeschnallt. Der Bruder gerade das deutsche System. I haven't actually tallied a score up yet, but I have enough negatives on here. I can definitely say that I'll have to fail you. Oh Gott, oh Gott, der kam böse, Digga. Oh mein Gott! Bro, der Typ ist in Gefahr für Straßenverkehr. Who's that? Smash RP ist scheiße. Ey, das sieht cool aus, aber was ist das? Fick dich, ich geh jetzt ins Wochenende. Aber cooles Video, doch, das hab ich enjoyed. Ich mag's Spiel, auch wenn ich verwirrt bin.